Du mieses Stück Scheiße. Stand heute auf dem Transparent, weswegen Genossinnen von uns festgehalten worden sind von der Polizei und ihnen Staatsverunglimpfung vorgeworfen wird. Was sollen wir uns eigentlich noch bieten lassen? Bekanntlich will die griechische Regierung am Sonntag über die ihnen von der EU angebotenen Sparmaßnahmen abstimmen lassen. Aus Panik davor, dass im Referendum eine Absage an die deutsch-europäische Austeritätspolitik erteilt wird, bildet sich in Deutschland eine neoliberale Einheitsfront aus Regierung, Medien und Stammtisch. Ihr Hass und ihre Nervosität spaltet sich aus der Angst, dass nicht mehr deutsches Kapital und deutsche Herrenmenschenpolitiker den Ton in Europa angeben könnten. Dass es sich bei den Bedingungen der sogenannten Rettungsmaßnahmen vor allem um einen Angriff auf Lohnabhängige und Arbeitslose handeln könnte, dass Hartz IV, verarmte Griechinnen und Exportweltmeistertitel in einem Zusammenhang stehen könnten, dass vernünftige Sparpolitik in Deutschland wie in Europa nichts anderes heißt als Klassenkampf von oben, scheint hierzulande jegliche Vorstellungskraft zu sprengen. Schon der sachliche Hinweis, dass der überwiegende Teil der europäischen Hilfsgelder in Griechenland dafür verwendet werden musste, um vornehmlich deutsche und französische Investitionseinlagen zu retten, gilt hierzulande als Aberglaube, wenn nicht als Hochverrat. Ging es tatsächlich um das Wohl der Menschen in Griechenland und Europa und wäre der Anspruch tatsächlich, die Krise zu lösen, so müsste die Frage nicht lauten, Sparpaket ja oder nein, sondern Kapitalismus ja oder nein. Denn egal, wie sich die Wählerinnen am Sonntag entscheiden, die nächste Krise kommt bestimmt. Denn krisenhaft und irrational ist jeder Kapitalismus. Ob sozialdemokratisch, neoliberal oder grün. Ein Nein im Referendum bedeutet zwar die Zurückweisung der aktuellen Zumutungen der deutsch-europäischen Austeritätspolitik, also eine Ablehnung des brutalsten Neoliberalismus der Troika, aus IWF, EZB und der EU-Kommission und es daher zu unterstützen. Sie ist aber noch lange nicht die Lösung der wahren Krisenursache, des Kapitalismus. Ein Nein am Sonntag macht also nur Sinn, wenn sie als Türöffner für eine Perspektive jenseits von Staat, Nation und Kapital verstanden wird. Deshalb heißt Solidarität für uns nicht, die Griechenlandfahne auszupacken und andere Nationen hochnehmen zu lassen, sondern Deutschland dieser mehrfach gestaffelten Institutionalisierung aus Größenwahn und Untertanentum, aus arroganter Einsamkeit und aggressiver Gefühlskälte als neoliberalen Mitverursacher der Gesellschaft im Gesamtscheiße zu benennen und all jene zu unterstützen, die mit ihrem Nein zum Sparpaket ein Nein zu einem Europa des Kapitalismus verbinden. Das Problem heißt Kapitalismus. Das Problem heißt Deutschland. Oder um es mit unseren Worten unserer griechischen Genossen zu sagen, nein zum kapitalistischen Totalitarismus, nein zur Diktatur des Marktes.